und bei irgendeiner Retrospektive haben sie zum 20.000. Mal des Lebens eine Baustelle gespielt. Ja, da saß ich dann im Kino und hab die ganze Zeit auf einmal geheult. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Du hattest einen Nervenzusammenbruch, Jürgen. Möchtest du uns was darüber erzählen? Ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit an mir vorbeigelebt habe. Und dann habe ich zu mir gesagt, Jürgen, scheiß auf den coolen Typen mit der Zahnlücke. Du kannst viel mehr sein als das. You can make it happen. Jürgen, du hast die letzten 8 Monate in Kalifornien verbracht. Es ist ein wahnsinnig tolles Land, es sind tolle Menschen, tolle Energie. Das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Ja, ich war drüben bei so einem ganz bekannten Motivationstrainer und habe ein paar Kurse belegt. Und der hat mir dann gezeigt, dass man jeden Traum wahr machen kann. Jürgen, du hast dich ja äußerlich ein kleines bisschen verändert. Ja, auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann. Aber ich hatte früher wahnsinnige Minderwertigkeitskomplexe wegen meines Aussehens und wegen meiner Zähne. Das habe ich dann immer versucht, mit Witzen zu überspielen. Man sagt, dass du dich in Amerika in die Hände eines berühmten Schönheitschirurgen begeben hast. Möchtest du darüber reden? Ja, also ich habe mir die Zähne machen lassen, die Wangenknochen ein bisschen aufmodelliert, Haarimplantate und ein bisschen Silikon. Silikon? Wohin? Hey, Arschimplantate. Das machen alle amerikanischen Stars. Hier, guck dir das mal an. Hier, guck mal. Da. Hier. Das haben alle, wirklich. Also J-Lo, das volle Programm. Sag mal, Jürgen, haben diese Veränderungen vielleicht damit zu tun, dass du bald 40 wirst? Also, ich habe keine Probleme mit dem Älterwerden. Ich meine, guck mich an, ich habe noch nie so gut ausgesehen. Ich habe endlich kapiert, worum es wirklich geht im Leben. Und worum geht's, Jürgen? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen oberflächlich, aber das stimmt, Mann. Ich habe jahrelang meinen Kindern davor vorgepredigt, innere Werte und so. Das ist totaler Quatsch. Wenn das Äußere stimmt, dann wächst das Innere nach. Letzte Frage. Jürgen, letzte Frage. Du hast dich operieren lassen. Ich muss sagen, das Ergebnis ist beeindruckend. Du siehst toll aus. Wie würdest du reagieren, wenn deine Kinder jetzt plötzlich auch auf die Idee kommen würden, sich unter das Messer zu legen? Ich meine, du hast schließlich eine Vorbildfunktion und es könnte ja sein, dass deine Kinder versuchen, dir nachzueifern. Wenn sie sich dann besser fühlen, warum nicht? Das sind doch nur unsere Mauern im Kopf. Darum geht es doch. Wenn du dich davon freimachen kannst, dann kannst du alles erreichen. You can make it happen. You can make it real. Lass dir das Leben nicht einfach nur so passieren. Nimm das Ruder selber in die Hand. Du bist dein eigener Kapitän auf deinem eigenen großen Schiff des Lebens. So, Jungs, jetzt muss ich leider los, okay?